Jo Leute, was geht? Freunde, heute geht's mal wieder gruselig zur Sache. Und zwar heute schauen wir uns einfach wieder eine Scary Compilation an auf dem Kanal von Bizarre Bub, die Folge 42. Ich würde sagen, wir starten rein. Mal gucken, ob wir bis zum Ende schauen. Aber ich glaube, sonst gibt's auf jeden Fall den nächsten Part. Leute, wir gucken rein. Platz 5, let's go. A security guard who's patrolling a school late at night when something downright terrifying is caught on camera. Also Security Guard beobachtet was und auf der Kameraaufzeichnung hat er irgendetwas aufgezeichnet, was sehr gruselig und bizarr ist. John McPrince, who suggested the video, writes, the video is located in the Philippines. Also das Video ist in den Philippinen und findet in einer Schule statt, wo bereits ein Friedhof früher war. Ein Security Guard, Security Beauftragter für die Schule hört merkwürdige Geräusche vom Inneren eines Klassenzimmers und sieht das. Was sieht er? And takes place at a school. Okay. Check natin yung. Hört sich wie ein Wolf an. Das hört sich wie ein Wolf an, muss ich sagen. Check natin, guys, kung ano yung grabe yung balahibo, guys. Check natin. So, ayan. Yung pintuan na akong malabog. So, check natin, guys. Yun, narinig ko ngayon, guys, na okay. Naka-on. Er hört die Ventilatoren, dass die gerade an sind. Yan. Was zur Hölle war das? Die Stühle sind ja komplett rangeschoben. Aber das sind solche Plastikstühle. Oh, yo. Mit Tischen dran. Die bewegen sich einfach. Warum bewegen die sich? Alter. Bro. So, grabe yung. Also, ich habe keine Ahnung, wie man so etwas faken soll, weil das sind ja mittlerweile auch so viele Stühle. Das sieht man sonst, das Seil. Das würde doch reißen bei so vielen Stühlen. Er muss die Ventilatoren ausmachen. Es ist sehr, sehr beängstigend. Oh nein, er will da reingehen. Dann kann man sich das in der Nähe, aus der Nähe ansehen. Nein, 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 nein. Die Stühle bewegen sich einfach. Junge, aber deine Kameraqualität, die wackelt auch sehr. Oh mein Gott, die Stühle wollen raus! Ich glaube, das ist ein Zeichen. Du sollst da bitte nicht reingehen. Alter. Was war das, bitte? Oh. Bro, werte das als Signal. Oh mein Gott, dieser Stuhl, der wackelt. Junge, dieser wackelnde Stuhl, das ist das Schlimmste gerade. Der wackelt von selbst. Das kann niemand. Das kann nicht gefaked sein. Das geht nicht. Ayan, guys. Ayan. So, try natin off yung. Warum gehst du da bitte rein? Warum? Ah ja, der Ventilator läuft. Tatsache. Wie geht denn der aus? Boah, es ist so ein komischer Ventilator, ne? Jan, gehst du.
Geht dann nicht. Okay, jetzt ist das Licht an. Jetzt will er alles ausmachen. Und den Ventilator. Jetzt ist alles aus. Okay. Jetzt geht er. Er sollte einfach nur den Ventilator ausmachen. Hat ihn jemand eingestellt, dass er den Ventilator ausmachen soll? Aber es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, weil er hat ein bisschen gechillt reagiert. Das passiert wahrscheinlich regelmäßig. Da kommt nicht doch. Hier lang geht's. All of a sudden, the chairs inside the classroom begin to move on their own. Das ist echt ein krasses Video. Also, das ist wirklich heftig. Wir sind erst bei Platz 5, Leute. But what's even more creepy about this is that they all seem to be moving towards the security guard's direction. Now, it could be that someone was hiding inside and pushing the chairs collectively. But a closer look at this scene shows that nobody could have been inside, as the security guard shows the entirety of the room. Es ist wirklich so. Also er zeigt den gesamten Raum und da gibt es ja kein Indiz, dass das irgendjemand mit einem geheimen Seil oder sowas macht. Lassen wir uns mal wirklich darauf ein, dass ich das nicht erklären kann. Ich glaube, das ist das Einfachste. Not a single spot is seen where the supposed person could have hid after the guard had entered the class. If anyone were inside, we would have seen them on camera. Wahnsinn. However, no one is spotted. Like the door at the start of the video, this last part remains unexplainable to most viewers. Das ist das Gruseligste, wo die ganzen Stühle Richtung Tür geflogen sind. But as always, what are your thoughts on this? Is this footage of something paranormal? Or is it something else? Weil das Einzige, was es noch erklären hätte können, wäre ein Erdbeben. Das wäre maximal das Einzige, was es erklären könnte. Aber der würde doch nicht so tun, als würde es gerade kein Erdbeben geben, wisst ihr? Out of all kinds of paranormal activity, those involving dolls are probably the... Okay, jetzt wird etwas kommen, Leute, wo wir uns ein Video anschauen, was mit Puppen handelt. Von Puppen, mit Puppen, von Puppen, mit Puppen. Jedenfalls Puppen. Creepiest. And this next video is no Und wisst ihr, was das Gruseligste ist? Dieser Fernseher da hinten. Der ist an. Wisst ihr, woran ich das sehe? Das ist halt kein OLED-Display oder Plasma. Es ist halt wirklich so... Naja... Es läuft... Im Hintergrund ist so ein blaues Schimmern. Das heißt, der Fernseher ist aus irgendeinem Grund an. Exception. YouTuber Zombie66 uploaded the following video and writes... This was a video of cup stacking. Okay, das ist einfach ein Video von cup stacking. Das war früher mal so ein geiler Trend. Das wollte jeder machen. Jeder wollte den hier machen. Fand ich cool, hab's nie hingekriegt. Aber ja, ich bin sehr besorgt und konnte nicht herausfinden, wie das, was ich jetzt gerade sehe, passiert ist. Seitdem habe ich die Puppe in eine alte Farm, eine alte Scheune gepackt. I am very worried and cannot figure out how this happened. Okay. I have since placed the doll away in an old barn I have. This is the footage that was caught. Be sure to pay close attention to the background for this one. Okay, wir sollten uns definitiv auf den Hintergrund in diesem Video jetzt fokussieren. Bro, diese Musik einfach. Generell, dieses Haus sieht auch irgendwie voll... Also es sieht halt gemütlich aus. Ich habe so richtig ein schönes Casino-Atmosphäre dort. Der Tisch ist wunderschön auch, alles, ne? Aber es ist halt so alt, dass ich mir vorstellen kann, dass da irgendwie vielleicht auch mehr passiert ist in der Vergangenheit. Wir sollen uns auf diese Puppe konzentrieren und vielleicht auf die, wie gesagt, drei Kinder. Sie wollte ein Video darüber machen, sie wollte ihre Skills zeigen. Wir schauen uns das mal an. Okay, so. Schön, Cup-Stacking. Ja, Mann. So, okay. Und jetzt auf die Puppe achten. Ich würde gerne auf ihre Skills erstmal...
Oh mein Gott, Bro. Ich weiß nicht, ob das natürlich ist. Ist das nicht vielleicht so eine Puppe, die elektrisch auf Bewegung sich so aufrichtet? Wir hatten mal in Polen so eine Hexe, wenn du in den Raum kommst oder ein bisschen zu laut bist, oder wenn du halt in die Nähe kommst, dann fängt die Hexe ein Lied an zu singen. Und zwar so richtig ein gruseliges, ne? Und die Augen leuchten rot und so. Bro, ich hatte so Angst vor dem Ding. Es war halt nur im Wohnzimmer oder im Esszimmer. Das heißt, da gehst du nur hin, wenn du was essen willst. Sonst nicht. What was supposed to be a video of someone showing off their cup stacking skills turned out to be footage of something terrifying. A doll is caught on camera moving on its. Aber habt ihr gesehen? Die bleibt irgendwo, zack, zack, zack. Dann bounce sie, die knallt No. And irgendwo. it seems that no one. Hier. Und dann bounce sie kurz nach hinten und dann so nach vorne. Ich glaube, das ist eine Puppe, die sich bewegen kann. Weil das ist so eine Puppe, die sich safe aufrichten kann. Had noticed until one. Oh, wetten, das ist so eine Puppe, die um jede Stunde, weil das so eine Uhr an eine Uhr gekoppelt ist, jede Stunde steht sie dann auf. Das könnte es sein. Watching the footage later. Ey, schreibt bitte, wenn ihr mehr darüber wisst, bitte schreibt es in die Kommentare. Ich würde es gern wissen. Needless to say, they were left disturbed after seeing this. Now this is the only video on the channel where something paranormal happens, which makes it more believable. As someone else who fakes such videos would upload more of this content for views. Whether or not the footage is real is up for debate. But if there's one thing most viewers agree on, it's that placing the doll in the barn was a good idea, as it's better to be safe than sorry. Weil das ist für mich keine geisterhafte Bewegung. Das wirkt für mich sehr mechanisch, vor allem ganz am Ende, dass es dann auch so stoppt. Weißt du, wenn so eine Puppe runterfallen würde, so ein Schubsen, das würde ich verstehen, aber nicht sowas. Okay, Leute. Es tut mir leid, das hier zu sagen, aber ich würde das Video hier an der Stelle beenden. Der erste Clip war einfach zu heftig auch. Ich werde noch einen weiteren Part dazu drehen. Deswegen, Leute, damit ihr das nicht verpasst, abonniert gerne den Kanal und lasst ein Like da und am besten aktiviert die Glocke. Dann werden wir den nächsten Part uns zusammen wieder anschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, haut rein und ciao.